damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human mit dem guten Connor aka Android RK800. Finde Amanda. Da hinten ist sie doch. Ah, wir nehmen die Abkürzung. Nein. Ich darf jetzt nicht über die Wiesen laufen. Ach, geht so. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Wer ist Amanda? Coole Haarfrisur, Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Oh, danke. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. DPD ist aber ganz schlecht. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Das passt ja nicht. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Was? Was ist los jetzt? Suche nach Lieutenant Anderson. Nicht überschreiten, Line oben. Hm. Hallo. Kann ich helfen? Na klar. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeug. Super. Also, der wird schätzungsweise nicht gleich hier vorne sein. Ich schätze mal, der ist da. Eck. Da steht Collins. Da ist Anderson. War ich doch fast richtig mit meiner Annahme. Hinten im Eck. Es war nur der Schreibtisch daneben. Du und du, ihr kommt mit. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Hm, prima. Na, dann warten wir halt mal.
Soll ich das Büro erkunden? Gerade soll ich warten? Eieiei. Entscheidet euch doch mal. Hätte ich mich auch gar nicht hinsetzen müssen. Ich frage den Abweichler. Oh. Okay, wir untersuchen jetzt erstmal seinen Schreibtisch. Heavy Dark Metal. Okay. Ziemliche Unordnung. Oh, 8 Hinweise. Na, dann schauen wir das uns doch mal an. Anti-Androiden-Parolen. Detroit Basketball-Kappe. Hundehaare, Bernhardiner. Abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eye Stealer Rings 2028. Aha, aha. Okay. Was haben wir hier für eine Akte? Ah, Streichhölzer auf der Akte. Jimmy Spa. Donuts. War nicht mal aufgegessen. Ganz schön viel Kalorien, leckt mich fett. Oh, Bonsai-Bäumchen, nur ohne Bonsai. Fächer-Ahorn, Asien. Shijiga Jira Johin. Ah, Konnichiwa. Alles klar. Und eine Tasse kalter Kaffee. Mit Spuren von Koffein. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Also wer sich durchlesen möchte, ihr wisst ja, immer schön auf Pause drücken, dann habt ihr alle Zeit der Welt. So. Da ist er ja. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Folge Hank und hör zu. Untersuche das Büro. Bürountersuchung ist langweilig. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört, denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeff, okay. Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Ja, weiß nicht, von Schluss ist. Warum tust du mir das an? Pass auf, ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich
freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Oh. Wie freundlich. Können wir noch was sagen? Einen schönen Tag, Captain. Nein. Zieh nach Hank und befrage den Abweichler. Archiv. Das Archiv hier, mei. Das schauen wir doch mal rein. Na, mach auf. Agetsu. Ist er ja. Man wird mich zerstören. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Abweichler reagiert nicht. Okay. Hier los. Öffnen die Zelle schnell! Beeilung! Oh Mann. Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Musste das jetzt sein? Oh Mann. Ich habe mich bestimmt wieder falsch entschieden. Bei meinem Glück. Also gut, was haben wir jetzt? Sie nach Hank und noch irgendein Fragezeichen. Wo ist denn der gute Hank? Da hockt er doch. Und ein was ist noch gesperrt. Geht zu. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Was? Achso, am Schreibtisch. Gut, ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwas suchen gehen. Ich hätte nämlich nicht gewusst, wohin. Dann setzen wir uns mal. So muss ein Schreibtisch aussehen, Hank. Aufgeräumt. Hund, Basketball, Anti-Androiden. Aha. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Oh, sei doch nicht immer so krantig. Er heißt Sumo. Ja, Sumo Ringer ist bestimmt saufett. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh,
Ups. Das konnten wir nicht wissen. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ja. So, warum ist jetzt mit der Arbeit anfangen so blau? Muss ich das jetzt machen? Ich will aber noch mehr wissen. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Hm. Tja, genau die Uhrzeit. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ach komm, den Spaß gönne ich mir jetzt, die Uhrzeit. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ach so, okay. Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay. Vermisst. Verdächtiger. Angriff. Verdächtiger Angriff. Vermisst. Oh cool, 6 Android. Oh, ja. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Na komm, Heck. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Okay, der Kerl ist schwierig. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Na siehste, geht doch. So, Kleidung richten, hinterher. Na komm. Oh, okay. Auf Hank warten haben wir beendet. Okay, Hank wäre so oder so sauer geworden. Mit Carlos Android sprechen. Carlos Android zerstört sich selbst.
Aha. Was wären da noch gewesen beim Revier erkunden? Ach so, wahrscheinlich irgendwelche Kleinigkeiten, ne? Okay, auf Hank warten. Das wäre passiert, wenn ich ihm nicht gefolgt hätte. Ja, und da. Hank ist sauer, Hank hat eine Spur. Zufall? Ach, hier vorne haben wir auch noch was. Interessant. So, das da oben haben wir nur 30%. Ah ja, gut. Hank hat eine Spur um 98%. Hätte mich trotzdem interessiert, was da unten gewesen wäre. Wahrscheinlich, wenn ich abgebrochen hätte. Hä? Na gut. Die Mission hätten wir auch erledigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Like da. Und jedes Däumchen ist natürlich ein Träumchen. Und in diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Stay tuned und...